Was geht ab, meine Freunde, zu einer weiteren Folge Craft Tech. Diesmal aber wieder alleine, denn wir haben sehr spät in der Stunde, wir haben 0.18 Uhr. Es ist natürlich keiner online und hier hat mich gerade ein Skelett ein bisschen attackiert, weswegen hier ein bisschen Felder kaputt gegangen sind. Hier auch nochmal, zack, da hängt noch ein Pfeil von mir. Ich glaube, das war's. Hier ist noch ein bisschen Platz. So, jetzt habe ich keine... Ja, das passt. Keine Kartoffeln mehr und das war's. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen herumgelungert mit dem lieben Mischer, dem Strischer. Und haben an unserem Lager weitergebaut. Also haben wir nicht, aber in der Folge davor. So, wir machen jetzt noch die Pick hier. Nutzen wir completely zu Ende. Und dann gehen wir auch mal langsam in die Planungsphase. Wie wir das Ganze denn hier aufteilen, beziehungsweise wie hoch wir überhaupt gehen können und alles. Denn ich habe mir gedacht, dass wir das Larger-System, ich will es ja so haben, dass es eine Kiste gibt und in die können wir ganz willkürlich unsere Sachen reinpacken. Also alles so mit Shift alles rein und die werden von einem Hopper genommen und instant automatisch sortiert. Versteht ihr? Und das habe ich mir gedacht, dass man das irgendwo hier oben... Eine kleine Aufmerksamkeit, die Maske. Cakes. Leute, ich weiß nicht. Die Maske hat zurückgeschlagen. Falls einige Leute nicht mitbekommen haben, hier auf dem Server kursiert zurzeit eine unbekannte Person namens Die Maske. Und letztens im Stream, wer den Stream von Kevin nicht gesehen hat, da hat der Kevin mein komplettes Haus, hier sind noch Überreste, mit Cobblestone zugebaut. Hier, da sieht man oben das noch, das Loch hat er zugemacht und da das Loch. Das hier war alles komplett... gefüllt mit Cobblestone, weil Die Maske ja eine TNT-Falle bei ihm gebaut hat und Kevin gedacht hat, ich wäre das gewesen, weil es alle bei ihm im Stream-Chat geschrieben haben, hat er mich getrollt und ich habe ihm gesagt, ich war das nicht, ich bin nämlich nicht Die Maske, ich bin sie nicht. Die Maske ist nicht, bin ich nicht einfach. Und jetzt hatten wir eine kleine Aufmerksamkeit von der Maske. Ich war gerade auch ein bisschen mutig, dass ich die Chest überhaupt so schnell aufgemacht habe. Denn es hätte ja auch eine Redstone-Dingens sein können, ne? Redstone-Falle. Das beunruhigt mich jetzt ein bisschen. Ich platziere mal da ein paar Cakes hin. Das beunruhigt mich jetzt. Jetzt werden wahrscheinlich viele in die Kommentare schreiben, du bist wohl Die Maske, weil sonst hättest du bei dir, weil du bei dir nichts gesprengt hast und so. Wenn du wirklich Die Maske nicht wärst, dann wäre da doch eine TNT-Falle und so. Aber nein, Leute, ich bin nicht Die Maske. Ich bin es nicht. Das ist echt... Das verwirrt mich gerade zutiefst. Auf jeden Fall müssen wir die Maske mal im Auge behalten, was hier abgeht. Aber auf jeden Fall habe ich es mir auch ungefähr so mit der Chest vorgestellt, dass die zum Beispiel, ja, hier in der Wand drinne ist, mit einem Schild drüber, Lagersortiersystem, machst du so alles rein und dann wird alles komplett selbstständig sortiert. Nase kitzelt, wie geht's dir? Und dann wird alles selbstständig sortiert und dann haben wir ein besseres Leben. Also ich denke mal auch, dass das eigentlich reicht. Wir können ja auf jeden Fall mal hier, ich liebe diese Musik einfach, das ist unglaublich.
64 Chests, nice. Korrekt, 64 Chests. Wie kommt das denn? So, wir brauchen ein paar Chairs auf, Stairs auf jeden Fall. Guck mal, hier haben wir noch. Zack, das war nicht der Plan. Wir müssten, glaube ich, noch ganz viel Dark Oak haben, weil. Das heißt ganz viel, ne? Von Eve noch, als wir damals mit ihr gefarmt haben. 12. So, das müsste erstmal reichen. 24, vielleicht reicht es auch nicht, werden wir gleich sehen. Boah, ich hasse das, ne? Immer platziere ich außer den Fackeln. So, und zwar möchte ich, zack, die hier mal bauen, sozusagen die Fensterträger. Zack, 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 zack. Was mir echt fehlt, ist, Scheiße. Was mir echt fehlt, ist, dass man Treppen noch diagonal machen kann. Wisst ihr, wie ich meine? So, die müsste jetzt auch so angewinkelt sein. Ja, komm, ich glaube mal, dass das der Fall ist. So. So müsste das hinhauen. Pass auf, dann machen wir hier noch zack, zack. Schaufel, komm her. Wir haben keine Dingens mehr. Keine Trapchen. Das ist gar nichts gut. Machen wir uns mal flix paar neue. Und checken nochmal schnell ab, wie es hier aussieht. Alles schön. Boah, ich liebe hier diese Ecke. Ist einfach so. So, da können wir es sehen. Es hat funktioniert anscheinend. So, einfach nur schön hier, meine kleine. Meine kleine naturbelassene Ecke. Manchmal muss man ein bisschen Rasen mähen, Hecken mähen. Das passt schon alles. Ich finde es schön hier, wirklich. Ich finde, das ist bis jetzt von allen Craft-Deck-Häusern. Ist es mein Lieblings. Wirklich. So, und dann machen wir den hier. Und dann den hier. Zack, zack, zack. Und dann einfach Glas hier dran. Dafür bräuchten wir noch ein bisschen Glas. Tintensäck habe ich noch zuhauf. Okay, 6 Stück. Das ist jetzt nicht die Welt, ne? Also das ist jetzt nichts, was so Millionen ist, aber fast. So. Machen wir mal zack und dann zweimal. Dann haben wir 32. Dann sieht die Sache schon anders aus. Ich weiß aber nicht, ob das reicht. Schauen wir mal einfach. Ich bezweifle, dass es reicht. Aber egal. Man kann es ja auch so lassen, theoretisch gesehen, ne? Und ich glaube, es reicht wohl. So. Was geht ab, Natur, da unten? Nice. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal von unten an. Ich habe das Gefühl, das könnte ganz fresh. Was geht ab? Ich bin so glücklich, dass wir hier safe sind, ne? Mehr oder weniger. Sieht doch fresh aus. Dann hier noch so schön von hier. Pass auf, guck mal hier. Kann man die Wurzel abspalten bis nach da hinten zum Träger dann sozusagen. Das muss hier auch noch getan werden. Schon geil, ne? Also ich feiere unser Haus. Ich finde unser Haus nice. Und danke an die 64 Chests, von wem auch immer die sind. Keine Ahnung. So, Fuderino betreiben. Aber die können wir, diese 64 Chests, die können wir perfekt für unser Lager verwenden. Das ist echt nice. Und
Wir müssen auf jeden Fall farmen gehen. Resources. Ich denke mal, dass wir uns jetzt mal vorbereiten für eine Expedition in der nächsten Folge. Boah, ich hasse das, ne? 1, 2, 3. Und hier ist noch 9 Eisenober. So, ich mach mal ein paar Stickity-Sticks. Kommt, Tintensäcke können da rein. Vor allem, warum? Warte, ich tu mal kurz alles hier reinballern. Pull up a chair. So, Holz können wir... Mann, Mist. Holz können wir auf jeden Fall gebrauchen, aber schon mal das Holz mit. Eine Schaufel wäre auch nice. So, Glasbrokemanett. So, was haben wir denn jetzt? 6 Fackeln ist definitiv zu wenig. Wir müssen gucken, dass wir... Was geht ab, Haare eigentlich? Wir werden immer länger. Mist. Müssen gucken, dass wir irgendwo noch Kohle herkriegen. Flix, spontan. Pass auf, da ist eine Workbench, die lassen wir uns nicht entgehen. Sparen wir ein bisschen Holz. Nehmen wir mal mit. Günther, was geht? So. Ich zeige euch jetzt, wo ich gerne farmen gehen würde. Und zwar, vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere, an meine kleine Höhle, wo wir instant, wo ich instant nach der ersten Folge Dias gefunden habe. So, aber hier gibt es viele Plätze. Viele Orte, wo man lang gehen kann. Ich weiß gar nicht mehr. Also hier unten habe ich meine ersten Dias gefunden. Hier bei der Lava. Ich würde aber gerne eine Höhle finden. Ich glaube, wir... Die Höhle ist nämlich hier, als ich das letzte Mal da war, sehr viel Strip-Minerei wurde hier betrieben und sowas. Also die ist echt schon komplett ausgefistet, die Höhle. Deswegen dachte ich mir... Ich bin jetzt natürlich dummerweise runtergelaufen, aber wir laufen jetzt mal in eine Richtung hinter Zinos Haus. Da war ich nämlich noch nie. Ich war generell noch gar nicht so weit raus aus dieser Welt. Im Nether war ich ja sowieso gar nicht. Doch einmal oder zweimal, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht nennenswert, weil ich ja in dieser Staffel nicht so der Ausflipper bin, sondern eher der ruhige Bauer. Der ganzen Ruhe lieber rumbaut, Sachen farmt, ganzen Ruhe seine gemütlichen Folgen mit WoW-Musik aufnimmt. So einer bin ich. Alter Schwede, was geht ab vor meiner Tür? Boah, noch gut entkommen dem ganzen Spaß da oben. So. Wir gehen jetzt mal schon mal in die Richtung. Da flog der Pfeil. So, damit das auch mal alles hier langsam trocken wird. Denn ich werde, wie falls die anderen es nicht mehr mitbekommen haben, ich werde keine Villager farmen, wahrscheinlich. Also wahrscheinlich werde ich keine mehr bauen, denn es gibt's genug. Early hat eine, Zinus hat eine, die haben alle gute Trades. Lohnt sich ja gar nicht mehr, einfach jetzt noch den Server noch unnötig mit Entities zu überlasten. Und Nase kitzelt auch, weil die denkt, die wäre hausberuflich unterwegs. So, krass, Schneegebiet. Leute, ich war echt noch... Ich betrete gerade komplett neues Gebiet. Komplett neues Gebiet. Ich will... Komm Leute, wir machen jetzt uns ein Ziel. Egal, ob ich es offscreen erreiche oder mit euch. Wir sammeln jetzt richtig viele Dias. Richtig viele Dias müssen wir schaffen zu erreichen. Und richtig viel Eisen, richtig viel Kohle, Gold, Redstone. Wir machen jetzt eine richtig... heftige Farming Expedition. Was haltet ihr von der Edition?
Guck mal hier ein bisschen. Zack, zack, zack. Ich muss nur gucken, dass ich... Ah, guck mal, hier ist Sand. Das ist sehr gut. Sand kann ich gebrauchen. Vielen Dank für diesen Sand. Vielen Dank. Ey, Sumpfbiom. Krass, aber es scheint so, dass hier schon einige Leute waren. Ich zum Beispiel war hier jetzt noch nie. Und die Folge ist jetzt auch schon rum, meine lieben Craft-Deck-Zuschauer, lachenden Reiter, ein braunes Schaf. Ich hoffe, ihr habt genauso Bock auf die Farming-Expedition wie ich. Wir müssen nämlich jetzt viele Ressourcen sammeln, damit wir uns auch mal ordentliche Dia-Sachen machen können, damit wir mal ein bisschen ordentlich Level zusammenkriegen. Und deshalb würde ich an der Stelle sagen, meine Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Peace out, Tauro Ryan. Bis nächstes Mal. Tschüss.